Aber es war ja. Oh. Es könnte doch. Doch, das könnte was werden. Messi. Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einer weiteren Folge Food Draft. Oh nein, ich habe privat Food Draft gespielt mit dieser Mannschaft hier. Diese Mannschaft hatte ich auch auf Instagram gepostet, dass ich jetzt Food Draft spiele und so weiter. Ich habe 3 Runden jetzt gewonnen und wir zusammen spielen jetzt live das Finale, das Food Draft Finale. Ich hoffe mal, dass wir gewinnen können und vielleicht ein 100k-Pack bekommen, weil aktuell ist ja das Bundesliga-Team of the Season draußen. Ich habe hier auch 2 Spieler, beziehungsweise 3 Spieler. Habe hier nämlich Hummels Tots, die finde ich beide enorm geil. Hummels deutlich geiler natürlich als Jonathan Tah. Und dann habe ich auf der Ersatzbank noch Salomon Kalou. Ich habe das meistens immer so, also die ersten 3 Spiele habe ich das so gemacht, dass ich Aduriz eine Halbzeit spielen habe lassen. Also in der Halbzeitpause ist er dann runtergekommen, dann ist Ronaldo im Sturm gegangen. Und ins ZM ist dann Yaya Touré gekommen. Meistens in der 70. habe ich dann noch Kalou eingewechselt für Neymar. Aber ansonsten finde ich die Draft-Mannschaft eigentlich richtig, richtig geil. Eine 188er Bewertung. Hector Bellerin habe ich dann noch in der Halbzeitpause für Martinez eingewechselt, weil 72 Tempo ist für Food-Draft-Verhältnisse ziemlich wenig. Und ich würde sagen, wir suchen unseren Gegner. So, wunderbarski. Draft-Trupp. Wir spielen, er ist mir egal, im Bayern oder im Hertha-Trikot, aber er möchte unbedingt hier mit seinem City-Trikot spielen, also, ja, soll er halt spielen damit. 99er Chemie, 87er Bewertung, hat auch ein Messi-Team of the Year, Ronaldo in Form, Neymar in Form, Laporte in Form, Pepe, Nsionzi in Form, Konoplyanka in Form, Jordi Alba an, ja, ein klassisches BBVA-Draft-Team, kann man so sagen. Ich bin gespannt, ich hoffe, dass wir gewinnen können. Dankeschön. Ich denke mal, ja, was soll er Großartiges wechseln? Sein Sturm ist gut. Abwehr, keine Ahnung, was er wechselt. Hui, ja, Neymar, sehr schön. Scoop Turn. Neymar verliert den Ball gegen Pepe. Messi, komm, zieh. Aber gegen Jordi Alba wird er es schwer haben. Der ist auch richtig schnell. Macht es aber gut mit dem Berber-Spin, Messi. Ich möchte den Freistoß haben. Ich möchte den Freistoß haben und jetzt müssen wir bloß hoffen, dass der Gegner sich nicht auf die Linie stellt. Aber es war ja. Oh. Es könnte doch. Doch, das könnte was werden. Messi. Oh, jetzt haben wir hier Platz. Jetzt haben wir Platz mit Neymar. Weil Hector Bellerin ist gerade nach vorne gegangen. Jetzt gerät schon noch mit Pepe vorbei. Neymar. Ja. Roulette. Ja. Nein. Messi. Oh, nein. Pfosten und dann ist der Abpraller drin. Ronaldo. 1-0 für den Gegner. Jetzt nochmal anstrengend, Vollgas geben. Und 2-0. Das kann echt nicht wahr sein. Wer war das schon wieder? Wurde nochmal ein Spieler angezeigt oder? Payet, Dimitri Payet. Ja, den hat er doch eingewechselt. Und 3-0. Jetzt kriegen wir hier richtig auf den Sack. Echt, das kann echt nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die 60. Minute, der Gegner bekommt einen Eckball. Die Chancen werden sich jetzt immer schlechter, dass wir hier noch gewinnen. Aber. Und da kommen wir nicht mal vorbei, ey. Ein Spieler. Ronaldo einfach zack vorbeigehen. Aber nein. Payet wieder.
Dimitri Payet und meine Spieler kriegen gar nichts auf die Reihe, ey. Es ist echt zum Kotzen. Jeder Schuss ist drin. Jeder Schuss ist verdammt normal drin. Und er grätscht bloß die ganze Zeit, aber kriegt trotzdem die Bälle. Und gleich kommt wieder die Grätsche, sage ich ja. Endlich, endlich, endlich Ronaldo. Hätte der Gegner eben nicht das Tor gemacht, würde es 3-1 stehen und dann hätte ich nochmal richtig, richtig Hoffnung gehabt, aber... Glaubt, nee, das wird nichts mehr. Es sei denn, wir machen jetzt, ja, vor der 75. brauchen wir das 2-4. Und er hält ihn. Er hält ihn einfach. Lux hält von Ronaldo den Ball. Den Schuss. Es war auch ein schlechter Schuss. 97er Ronaldo und dann kommt so ein Schüsschen bei raus. Vorher hat er die Dinger immer reingeknallt. Wie sonst was. Und wieder drin, Payet. Oh. Diesmal kommt er nicht an den Ball. Was ein Wunder. Ich sag ja. Ich sag es. Der grätscht die ganze Zeit und bekommt trotzdem die Bälle. Pass auf, gleich kommt die Grätsche. Sag ich ja. Das ist die rote Karte. Es ist nicht mal Vorteil. Ja. Ist klar. Hier 2. 87. Minute. Aber da geht nichts mehr. Jetzt ist es eh vorbei. Höchstens noch ein 4-3 und dann ist es vorbei, das Spiel. Aber Leute, ich sag euch, hätte ich nicht aufgenommen, hätte ich das Ding gewonnen. Definitiv. Ja, dann ist das Spiel vorbei. 4-2 haben wir verloren. Wir hatten natürlich genug Chancen, um das Ganze hier anders aussehen hätten zu lassen oder wie auch immer. Bester Spieler von ihm, Ronaldo. Der hat ja auch jedes Ding reingemacht. Payet zwei Dinger, Messi ein Ding und Ronaldo ein Tor. Ja, was soll ich sagen, ne? Was soll ich sagen? So stark fand ich den Gegner jetzt nicht. Bloß unsere erste Halbzeit, das war der Knackpunkt. Unsere erste Halbzeit war sowas von schlecht. Hätten wir da mehr Chancen gehabt, wäre das ganze Spiel anders ausgegangen. Aber Leute, es gibt ja noch die Packs. Ich habe ja 3 Runden trotzdem gewonnen gehabt. Hier könnt ihr es sehen. 4-1, 5-2, 3-2 und 2-4 dann verloren. Bitter. Bitter gelaufen, das Finale hier. Mal gucken aber, was wir trotzdem noch für Packs bekommen. 2 Gold, 2 Premium-Goldspieler-Packs. Ich glaube, das sind die 25k-Packs. Ja, mit 3 seltenen. Ich hoffe mal, da bekommen wir einen Tots. Das wäre enorm geil. Das erste skippe ich und beim zweiten schaue ich nicht hin. Ja. Geil, oder? Jetzt schaue ich mal nicht hin. Und ich werde euch auch ein Black Screen jetzt einblenden. Und mal schauen und wir bekommen... Es ist echt... Fletcher, Lopez, Keko. Alles weg damit. Da, ihr kennt, ihr habt es wieder gesehen. Ich habe überhaupt keinen Packlack. Promo-Packs, was gibt es denn hier? 35 Packs. Ach, 35k Packs. 15k Packs, ja. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei einem weiteren Video. Das Draft-Finale jetzt leider verloren, aber was soll's, Leute. Ja, wenn man halt kein FIFA-Glück hat, hat man kein FIFA-Glück, sage ich mal. Das eine Longshot-Tor von Payet, was ist das denn? Das macht da vielleicht 1 von 100 Spielen, so ein Ding. Scheiß drauf, vergesse ich. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein, tschüssi.